Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video auf meinem neuen Kanal. Wisst ihr, ich schaue mir gerne Reaktionsvideos an und diesmal dachte ich mir, wieso mache ich nicht selbst Reaktionsvideos? Da es das erste Video auf diesem Kanal ist, habe ich mir überlegt, dass ich einfach auf das erste Video von Lidiro reagiere, von meinem Hauptkanal. Diese Thumbnails, Alter, wirklich. Hier so zwei große Boobies. Was ist das hier? Ich kann mich nicht mal dran erinnern. Obwohl, ich glaube, das war irgendwas mit einer Oma. Aber okay, the fuck? Okay, wir kommen zum ersten Video auf meinem Lidiro-Account. Wenn du alleine zu Hause bist, vor 7 Jahren hat 780.000 Aufrufe, sehr, sehr viele. Und ich kann mich null dran erinnern, was dort passiert ist. Ich habe deswegen ein bisschen Angst und, let's go. By the way, ich bin gerade nicht angemeldet auf YouTube, also so sollte es bei euch nicht aussehen. Abonnieren sollte hier nicht dastehen, es sollte grau sein und hier sollte noch so ein Daumen nach oben sein und die Glocke müsste auch aktiviert sein. Das ist ein schlechtes Beispiel hier. Aber nun gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu, wenn du alleine zu Hause bist. Aber wir hatten so eine Einstellung. Hallo alle zusammen. Kennt ihr es auch, wenn ihr alleine zu Hause seid, aber es doch nicht so ist? In dieser Zeit wird alles, was euch umgibt, lebendig. Und das ist einfach scheiße. Wartet ganz kurz. Was ist mit meiner Stimme los? Oh mein Gott! Und damals habe ich schon so Komplimente erhalten, sowas. Oh mein Gott, deine Stimme und so. Ich kann ja nicht mehr richtig reden. Ich muss sagen, dass ich schon bemerke, dass ich mich etwas entwickelt habe. Im Vergleich vom ersten Video zum allerneuesten. Vor allem, was mein, wie heißt das? Ich kann immer noch kein Deutsch. Auf jeden Fall rede ich jetzt besser, okay? Okay, wir machen weiter. Ciao, Mom. Hab dich lieb. Und mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin schon groß und große Mädchen haben keine Angst. Hoffe ich. Und außerdem, was kann mir überhaupt passieren, wenn ich alle Türen und Fenster verschließe? Okay. Und nochmal aus Sicherheit überprüfe, ob auch alles richtig zu ist. So, jetzt kann mir wirklich nichts mehr passieren. Bist du dir sicher? Ja, 100%. Wer war das überhaupt? Niemand. Gott sei Dank, ich dachte schon, das wäre ein Geheimnis. Aber habt ihr bemerkt, es hat sich nicht wirklich viel geändert. Also bei meinem Aussehen, bisschen Schminke, aber hier der Zopf, bisschen hier Mittelscheitel hat sich auch verändert. Früher hatte ich so eine Sleekback-Frisur von Karl Lagerfeld geklaut. Unwichtig, wir machen weiter. Du versuchst dich mit allen möglichen Varianten abzulenken, mit der Hoffnung, dass alles gut wird. Ein Buch ist dein bester Freund, das wird dir helfen. Okay, Fernsehen ist auch nicht schlecht. Richtig schlimm wird es aber dann, wenn du irgendetwas auf den Tisch legst und es nie wieder finden kannst. Wie bei so einem Bermuda-Dreieck. Das weiß ich noch. Mir ist echt interessant, wo das Ganze landet. Ich habe gesagt, ich kann kein Deutsch. Mir ist echt interessant. Also, meine Deutschlehrerin hätte mir dafür eine 6 gegeben für diesen Satz. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn geschrieben habe oder du, Dima. Doch, 100 pro. Ich hätte sowas niemals gesagt. Was hast du gesagt? Ich habe wahrscheinlich am Skript abgelesen, welchen du geschrieben hast. Auf jeden Fall, Frau Kirchhess, wenn Sie das sehen, es tut mir leid. Okay, wir machen wieder weiter. Wer das alles überhaupt braucht. An Geister glaube ich nicht. Und den Schlüssel für unsere Wohnung haben nur meine Eltern und der Hausmeister. Okay, ich kann mich doch erinnern. Spaßen. Und für die... Boah, Dima, du warst ja damals auch komplett anders. 30 Kilo davor. Na okay, wir haben beide ein bisschen zugenommen. Du siehst einfach so viel jünger aus als jetzt. Krass irgendwie. Wenn ich das so bemerke, wir haben uns schon echt verändert. Okay, ich muss aufhören, die ganze Zeit vom Thema wegzugehen. Das Video. Okay, das Video. Let's go. Diejenigen, die Angst vor der Dunkelheit haben, ist Einschlafen einfach der Horror. Eins kann ich euch gleich sagen. Keine Decke wird euch schützen. Das weiß ich auch. Okay, ich kann mich doch erinnern. Boah, ich hab mich die voll Angst erschrocken. Dauert nur so lange, bis ihr einschlaft und dann ist euch alles egal. Manchmal kann es aber auch Niederschläge geben. Boah, nee, da muss ich was dazu sagen. Was ist das denn für eine Idee für ein Skript? Schreibt mal, ob ihr das gecheckt habt damals, als ihr klein wart. Weil ich glaube, hätte ich mir das Video so damals angeschaut, als ich so, was weiß ich, 10 war, hätte ich das mit den Niederschlägen nicht gecheckt. Boah, wirklich, wir müssen mal wieder zusammen Skripte schreiben, denn dann kommen immer solche dämlichen Ideen wie das mit den Niederschlägen. Also, bitte. Auch so verrückt seid wie ich, könnt ihr euch auf eine Geisterjagd vorbereiten. Dabei müsst ihr nur auf 2 Schritte achten. Nein. Erstens, verkleidet euch wie ein Geisterjäger. Und zweitens, lasst euch nicht von euren Nachbarn erwischen. Sonst werdet ihr noch in der Klapse landen. Oh, jetzt kommt die Szene. Ich weiß, damals war es mir so peinlich.
okay. Goodness gracious, ich weiß noch, als das Video rausgekommen ist und meine Klassenkameraden es zum ersten Mal gesehen haben. Ich glaube, da saßen wir im Zug und sind von unserer Klassenfahrt zurückgefahren. Und dann meinte irgendein, ich weiß nicht mehr, wer genau es war, irgendein Junge aus meiner Klasse. Ich war nicht mal mit dem befreundet oder so. Der meinte, oh mein Gott, bist das du im Video? Du machst YouTube? Ich so, ja, ich mach YouTube. Ich war so aufgeregt. Ich wollte echt nicht, dass das... Also, ich habe ein Video rausgestellt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das Menschen auch wirklich sehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das jemand aus meiner Klasse sieht und meine Freunde sehen. Und dann hat es meine ganze Familie gesehen. Alle haben es gesehen. Und ich... Irgendwie habe ich mich damals ein bisschen geschämt. Wahrscheinlich, weil ich noch so jung war. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. So, don't ever... Und ihr seht, wir sind echt weit gekommen damit. Also, so never give up on your dreams. Just proceed. War's für heute. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, das war schon. Ängste und böse Albträume sind alles in unserer Fantasie. Wir wissen doch alle, dass es keine Geister gibt. Sie hat gesagt, dass es nicht gibt. Ja, aber das ärgert mich auch. Arrivederci. Arrivederci. Oh mein Gott, ich musste das Arrivederci wieder reinbringen. Alter, was war das denn? Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich erkläre euch mal, wie ich mich fühle. Es fühlt sich irgendwie, ich fühle mich irgendwie gut, weil ich sehe, wie ich mich entwickelt habe, aber es ist auch irgendwie, ich habe so eine innere Peinlichkeit gerade. Ich habe aber, ich glaube, es gibt einen Grund, wieso ich mir dieses Video seit Jahren nicht mehr angeschaut habe, aber jetzt ist es zu spät, ich habe es mir jetzt schon angeschaut. Auf jeden Fall, das war mein erstes Video auf diesem Kanal, also schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Das Video war ein bisschen kurz, ne, das ist mein allererstes Video. Schau noch eins an. Noch eins? Let's go, Vorstellung versus Realität, ich habe keinen Plan, worum es geht. Let's go. Vorstellung versus Realität. Wenn ich meine Oma besuche. Ein kleines Zuckermäuschen. Oma hat dich ganz doll lieb. Bei Oma kannst du alles machen. Du kannst sogar eine Party schmeißen. Ich habe nichts dagegen. Ich kann noch woanders übernachten. Hier, ein bisschen Taschengeld für dich. Und keine Angst. Deine Eltern werden nichts davon erfahren. Das bleibt unter uns, Mädels. Okay, von mir aus. What the heck war mit meiner Stimme los? Hi, mein Zuckermäuschen. Du musst dir keine Sorgen machen. Bei Oma geht's dir immer gut. Was war das denn? Wieso klinge ich da wie eine Ziege? Okay, jetzt kommt die Realität. Was hat das mit der Realität zu tun? Ha? Ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Was für ein Spiel? Die Spielregeln sind ganz einfach. Du musst alles, was du vor dir siehst, bis zum letzten Stückchen aufessen. Nein, werde ich nicht. Nicht? Okay, dann wird halt dein Handy leiden. Okay, okay, ich will schon alles aufessen. Braves Mädchen. Der erste Schul... Was war das? Wir haben wirklich versucht, so ein, was war das, so ein Pfad zu bauen, wie so in so einer Industrie, ne? So ein Laufband. Das war einfach dein Schal. Wie low-key war das denn? Na okay, das ist mein zweites Video. Ich bin nicht zu hart zu mir selbst. Also, der erste Schultag, Vorstellung. Okay. Realität. Ich und Sport. Alter, bin ich dick geworden. Halt die Fresse, Dina, von damals. Ich muss morgen mit Sport anfangen. Ich war da damals voll dünn. Was laber ich da? Sehen wir gerade wirklich hier Footage von mir, wie ich Sport mache? So was gab's noch nicht. Das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Wow. Wow. Jetzt kommen Liegestütze. Was? Heute habe ich irgendwie Kopfschmerzen, aber morgen. Der letzte Ferientag. Endlich sind die 6 langen Wochen vorbei. Morgen werde ich alle meine Freunde sehen und die Lehrer mit ihren Hausaufgaben habe ich ehrlich gesagt auch vermisst. Okay, das stimmt. Best Friend. Ich habe noch nie Schule vermisst. Alle haben irgendwie mal gesagt,
Wenn du aus der Schule raus bist, wirst du es vermissen. Die schöne Schulzeit, Freunde, den Schulhof, die Lehrer. Ich vermisse keine einzige Minute aus der Schule. Okay, vielleicht während der Schulzeit gab es schöne Momente. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schule komplett grausam war, aber ich vermisse keine einzige Minute. By the way, diese Sportaufnahmen, ne? Ich wollte damals einen Sportkanal machen, in dem ich so kleine Workouts zeige für Teens, für halt junge Menschen noch. Aber dann habe ich mich einfach komplett entschieden, Comedy zu machen. Und ich freue mich, dass ich irgendwie keinen Sport gemacht habe, weil ich weiß nicht, wie lange dann der Kanal durchhalten würde. Wisst ihr, was ich meine? Friends. Best Friends. Hallo Süße. Ja, hier ist Lina. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's auch gut. Was machst du gerade? Du machst für mich einen Kuchen? Oh, das ist so niedlich. Ja, okay, wir werden uns bald sehen. Ciao, hab dich lieb. Oh Gott. Hey, du alte Sau. Ja, hier ist Lina. Lebst du noch? Was machst du gerade? Alter, bist du wieder am Fressen? Du bist doch schon fett. Okay, sehen uns morgen. Hau rein, Fettarsch. Ein Musikal? Ich bezweifle sehr, dass ich damals mit meinen Freunden so geredet habe. Ich hatte gerade so einen Cringe-Moment. Mein Herz klopft gerade so schnell, ne? Weil es ist einfach so cringy. Ich will nicht mehr. Ich will mich jetzt ablenken. Nächste Situation, bitte ein musikalisches Instrument erlernen. Danke. Der Weihnachtsmann. Lieber Weihnachtsmann, ich hoffe, dass es dich wirklich gibt. Ich wünsche mir ein pinkes, fluffiges Einhorn und eine riesige Tafel Schokolade. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich weiß immer noch nicht, was ich mir wünschen soll zu Weihnachten. Liebe Lina. Wow, der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Lieber Weihnachtsmann, ich hoffe, dass es dich wirklich gibt. Ich wünsche mir ein pinkes, fluffiges Einhorn und eine riesige Tafel Schokolade. Liebe Lina. Was war denn mit dir damals los? Du warst so dünn und so jung. What happened? Gehst du gerade weg? Bitte, das war nicht so gemeint. Du bist immer noch jung und hübsch. Ich muss dich nur dissen. Das ist meine Duty als kleine Schwester. Wir haben noch ein extra Video. Ich noch ein extra Video. Draufklicken und abonnieren. Da war gerade einfach eine Wespe an meinem Finger und ich bin nicht ausgerastet, sonst renne ich immer kilometerweit weg von diesen Wespen. Okay, ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt damit. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Es ist das erste Mal, dass ich auf etwas reagiere. Schreibt mir in die Kommentare, was ich vielleicht verbessern könnte, was euch mehr gefallen würde, auf was ich vielleicht reagieren sollte. Vielleicht sollte ich weniger labern, weil ich habe gerade das Gefühl, dass ich zu viel dazwischen gesprochen habe. Oder war es zu wenig? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Und sonst, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.